Bei uns im Landesmuseum thematisieren wir nicht nur die Nordsee, sondern auch ein fossiles Meer, nämlich das Oberkreidemeer, das hier während der Kreidezeit vorherrschte. Das heißt, Hannover lag vor 80 Millionen Jahren, 75 Millionen Jahren komplett unter Meeresbedeckung. In dieser Zeit haben sich viele Organismen angesiedelt, die heutigen Organismen noch sehr ähneln. In dieser Vitrine kann man eine ganze Reihe sehen von kleinen Seeigeln, klassische runde Gehäuse, wie man sie bei normalen heutigen Seeigeln aus dieser Gruppe, die sogenannten regulären Seeigel, auch finden kann. Das sind die mit den Stacheln. Das sind die, die jeder kennt. Aber die Kreidezeit ist nicht das erste Zeitalter, in dem einige von diesen Seeigeln einfach beschließen, ich will keine Stacheln haben und ich will auch nicht auf dem Untergrund herumgrasen und gleichermaßen aber gefährdet sein durch all die vielen Fische, die schon längst mit harter Bezahlung sich angepasst haben, Seeigel doch zu fressen und denen die Stacheln auch ziemlich egal sind. Und deswegen entwickeln sich in der Jurazeit, also schon davor, in einer Zeit vor ungefähr 160, 170 Millionen Jahren, ein neuer Trend unter den Seeigeln, den man hier in der Oberkreide perfektioniert wiederfinden kann. Einige Seeigel beschließen nämlich, wir müssen ja nicht unbedingt nur an der Oberfläche sein, wir können ja so ein kleines bisschen in den Schlamm hineingraben und sind dann immer so halb eingegraben. Das ist ein nettes und ganz schönes Leben, so ein bisschen im Schlamm vor sich hin dümpeln. Da muss man vielleicht auch nicht mehr so kreisförmig und irgendwie herummeandern, sondern kann sich etwas geradliniger bewegen. Diese Formen sehen eigentlich alle aus wie hier in der Vitrine, sind relativ hochkonisch, aber haben eine relativ glatte Schale mit nicht mehr so ausgeprägten Stachelwarzen, weil das Stachelkleid als Ganzes schon etwas zurückgebildet ist. Das macht nämlich keinen Sinn, wenn man durch den Schlamm sozusagen pflügt. Und eine weitere Gruppe vollzieht dieses Prinzip noch wesentlich intensiver. Das sind die sogenannten Herzseeigel. Herzseeigel findet man auch noch in der heutigen Nordsee. Aber auch sie haben ihren Anfang in der Zeit vor 150, 160 Millionen Jahren. Sie gehen noch einen ganzen Schritt weiter und sagen, wir wollen gar keine großen, langen, spitzen oder auch keulenförmigen Stacheln mehr, sondern wir reduzieren unser Stachelkleid und gehen komplett in den Untergrund, the underground. Diese Seeigel, die sogenannten Herzseeigel, gehen tatsächlich sprichwörtlich in den Untergrund, indem sie grabende Organismen werden. Obwohl sie nicht danach aussehen und vielleicht auch nicht ergonomisch die allerpfiffigste Form aufweisen aus unserem Blickwinkel, sind sie als langsame, grabende Formen durchaus extrem erfolgreich. Ich zeige hier nochmal einen weiteren Vertreter, auch ganz stark auch in der Vorderansicht, wo man dann gut erkennen kann, dass die Herzform, die namensgebende Variante für die äußere Erscheinungsform dieser Tiere, durchaus gerechtfertigt ist. Und tatsächlich sehen wir hier auf der Unterseite so einen kleinen Stupsel. Dieser Stupsel ist tatsächlich das Maul. Das heißt, diese Tiere haben, wenn man sie von der Seite ansieht, ganz klare Vorne-Richtung gehabt, ein Vorne und ein Hinten und sind durch das Sediment genauso durchgegraben, wie es ihre heutigen Nachfahren auch noch im Nordseeschlamm tun. Wer Glück hat, findet auch mal einen solchen fossilen Herzseeigel in der Kreide oder einen rezenten Herzseeigel am Nordseestrand, bevorzugt direkt nach Sturmfluten.